Sie kommt gleich, sie kommt gleich. Alter Schwede, Alter Schwede. Oha, Alter. Halleluja. Das war nur zwei, willst du mich rollen? Hey, meine Rabauken, wir sind bei Part Nummer 2 der Raketenteststation. Wir haben ja eine 1er-Rakete abgefeuert, falls ihr die erste Episode nicht gesehen habt. Schande. Schande. Aber ich zeig's euch trotzdem hier. Das war, ja, das ist halt die Explosion gewesen. Also ist jetzt halt, ist es halt nicht so viel. Mit dabei ist Jelinski. Ja. Heute kommen aber die interessanten Brocken dran. Wir schauen, ob wir alles schaffen. Ich habe hier schon bereitgelegt. Also wir haben schon ein paar Sachen uns hier mal bereitgelegt, die wir auch auf jeden Fall brauchen werden. Ihr seht schon, das wird heftig hier. Wir machen heute die Splitterrakete. Die hat eine Explosionsstufe 2. Gefolgt von der Atomrakete Explosionsstufe 3. Gefolgt von der Antimaterie-Rakete Explosionsstufe 4. Alter. Das sind so die Sachen, die wir heute... Ich hoffe, wir schaffen heute alle. Wir müssen mal gucken. Wir legen los, Elina. Let's go. Was brauchen wir? Ja, du kannst eigentlich... Likes. Auch. Wir brauchen ganz viele Likes. Brauchen wir richtig. Jawohl. Ja, Elina, ich weiß, was ich sagen soll. Sagt sie, wir brauchen Likes. Ja, du kannst doch auch mal selbst nachgucken, Alter. Immer muss ich ja alles sagen. Was? Splitter? So, wir machen die Splitter-Rakete. So. Dazu brauchen wir diese Module. Wir brauchen drei Module. Drei Module. Wir haben aber ein E noch auf... Hast du das Modul? Nee. Ich habe doch safe mehr Module gemacht. Ja, okay, vielleicht aber auch nicht. Gut, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall schon mal drei Module, Alter. Gut, schauen wir mal, wenn wir Glück haben, die direkt craften können. Raketenmodul. Ah, okay. Wir brauchen drei Redstone-Blöcke, drei Feuerzeuge und ein bisschen Eisen. Haben wir Redstone? Nicht. Okay, das heißt, wir brauchen Redstone. Das kann man hier schon mal... Was brauchen wir safe? Kupfer brauchen wir safe. Eisen brauchen wir safe. Uran müssen wir mal gucken. Uran kannst du nicht im Ofen schmelzen. Okay, das ist ja irgendwie auch klar. Gold und Fleisch. So, jetzt beginnen wir mit dem Craften, Leute. Wir müssen, wie gesagt, erstmal drei dieser... Ne, das habe ich mir sogar gemerkt. Wartet, easy. Oh, ich dachte, ich habe nicht genug Redstone. Das wäre so bitter gewesen. So, ne, das war drei. Dann, ach nee, wir brauchen erstmal noch zwei Feuersteine. Okay. Ich hab dir einen hingeschmissen. Ja, ja, den habe ich. Ja, wir brauchen nur zwei weitere. Hier haben wir Kies. Zwei weitere? Warte, ich habe hier noch mehr Kies. Nee, nee, bleib ruhig mal da. Ich kümmere mich hier drum. Komm, drop Feuerstein. Ungeil. Gönn zweiten. Zwei. Yeah. So. Yeah. Redstone, Feuerstein, Eisen. So soll's sein. Scheiße. Mann, da habe ich einmal was versucht aus dem Kopf zu kriegen. Splitterrakete. Hatte ich so nicht? Schiss, Alter. Ach, ich habe die Feuersteine gar nicht gecraftet. Okay, egal. Wir merken uns das. Gar kein Problem. So, so, so. Okay, wie war das jetzt? Zack, zack, zack. Bam. Und bam. Drei Raketenträger am Start. Module. Perfekt. Es ist schon an der Nacht. Wir müssen unbedingt aufpassen, dass hier kein Creeper explodiert. Das wäre wirklich eine sehr bittere Pille. Okay, die Raketenträger haben wir schon mal. Jetzt müssen wir nur noch, naja, den Raketeninhalt bauen. Dann sind wir auch schon ready to go. Das heißt, wir beginnen jetzt mit der... Man, jedes Mal muss ich die suchen. Splitterrakete, so. Genau, splitternder Sprengstoff benötigen wir. Dazu brauchen wir vier Schrapnell-Sprengstoffe. What? Dazu brauchen wir... Schrapnell? Egal, wir brauchen vier davon. Das heißt, wir brauchen auch vier verdichtete Sprengstoffe. Okay, easy. Das heißt, wir brauchen jetzt TNT und Pfeile. Das mache ich dir easy. Das crafte ich dir so schnell. Wir können eigentlich direkt mit dem ersten Test gleich starten. Pass mal auf. So, das brauchen wir viermal. Zum Glück haben wir so viel Redstone gefunden. Das sage ich dir. Den werden wir hier aber brauchen. So. Oh, da kommen zwei ja sogar raus. Ja, bester Leben. Und das jetzt viermal. So. Vier Schrapnell-Sprengstoffe am Start. Jetzt brauchen wir noch den in der Mitte, den brennenden Sprengstoff. Dazu brauchen wir noch einen. Scheiße. Noch ein was? Noch ein Schrapnell-Sprengkopf. Kann ich eigentlich gleich mehrere hier machen, oder? So. Dann war das irgendwie mit Schwefel. Schwefel haben wir ja safe. Das ist ja soweit gut. Und ein Lava-Eimer. Oh, ich habe Lava hier unten. Ich habe einen Eimer. Aber keine Lava. Warte. Ich hab keinen Eimer, aber den kann ich ja schnell. Ja, gut, Eisen solltest du ja ohne Probleme haben. Zombiefleisch? Oh, schade. Ich gehe mal auf die Suche nach Spinnen am besten direkt auch. Brennender Sprengstoff, Hammer.
Jetzt müsste ich doch, genau. Boom. Wir haben die erste Rakete fertig. Hä? Nice. Achso, warte, das Raketenfuß ist noch in der Kiste. So. Frage ist, wollen wir zuerst alle craften, dann alle hintereinander testen? Ich glaube, das ist cooler, ja. Oh, Lady ist direkt gestartet! What? Wohin denn? An die gleiche Stelle. Oh, oh. Das war nicht Teil des Plans. Oh, Jemine, da stand ich. Sie kommt gleich, sie kommt gleich. Oh! Alter Schwede, alter Schwede. Oha, Alter. Halleluja. Das war nur zwei, willst du mich rollen? Was? Es gibt noch 3, 4, 5. Alter, 3, 4 gibt es, glaube ich, noch. Gibt es denn 5 nicht, glaube ich. Junge. Das hat jetzt aber schon reingescheppert, Alter. Ja, aber ich war ja von der ersten enttäuscht, aber die... Dann müssen wir jetzt mal die Koordinate. Ich wollte es. War eine unkontrollierte Sprengung. Ich bin ja sonst der Meister der Kontrolliert. Nice, ja. Schwefel. Wir müssen unbedingt noch Creeper töten. Die droppen Schwefel. Okay, deine Aufgabe: Creeper und Spinnen suchen hauptsächlich. Zombies Creeper auch, aber hauptsächlich und Creeper und. Ich habe gerade Dings weggeschmissen. Ah, warte. Noch ein Creeper? Ich brauche das Wir können ja auch mal einen Verzauberungstisch machen. Pass auf, die Rakete, nicht die Rakete. Boah, die gönnen übelst Schwefel, ne? Ja, die gönnen heftig Schwefel. Hey, sind Spinnen? Nein, die doch nicht. Ich haute das Fleisch, ich schmeiß das weg in ihr. Entschuldigung, ich hab dir aber gesagt, ich hab dir gebeichtet, dass ich es weggeschmissen hab. So. Mann, habe ich Hunger hier. Rakete, Atomrakete, Alter. Okay, den Raketenmodul haben wir schon, das heißt, wir gehen hier. Wir brauchen Uranium. Problem ist, wie kriegt man Uranium? Scheiße, ihr habt doch nur Uranerz. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, weil das... Oh, ich dachte, hier ist ein Creeper, was ich so angehört hat, Alter. Bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ich glaube, wir brauchen aber einen besseren Ofen. Auch wenn es... Alter, 3 Creeper. Oha, rast halt komplett aus. Wie schnell ist denn die Spinne? Ist das normal? Ist das eine Atomspinne? Die droppen aber auch keine Augen, ne? Also man kann den schon da reintun. Weil da passiert nichts. Scheiße. Okay, ich denke, wir brauchen einen Induktionsofen. Der hat Leistungsstufe 2. Oder einen Hochofen. Oh Gott, der ist ja viel zu kompliziert, gar keinen Bock. Lass erstmal einen eisernen Ofen machen, weil den brauchen wir sowieso. Hier, eiserner Ofen, dazu brauchen wir ein paar Eisenplatten und einen normalen Ofen. Das ist ja schon mal ein easy Rezept, was man hier ganz leicht schallern kann. Ofenhammer. Mein Inventar ist viel zu vollgemüllt, Alter. Alles weg. So. Okay, jetzt Eisenplatten. Hatten wir die? Ja. Das heißt, wir müssten uns eigentlich hier direkt einen Eisenofen machen können. Und wir haben den Eisenofen. Jetzt probieren wir mal, ob wir damit Uran machen können. Die Zuschauer wissen es safe. Steht schon 1000 Mal in den Kommentaren. Ach, soll ich das Uran weggetan? Uran. Boom. No, das geht nicht. Nicht. Das geht nicht. Okay, das heißt weiter. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch, was ich im Induktionsofen soll. Also wollen wir einen elektrischen Ofen. Der ist zweimal Redstone und so ein... Ah, das Ding, das haben wir auch schon gecraftet. Kupferkabel, Eisenplatte, Redstone. Wir sind langsam, geübt. Das kann man nämlich hier easy. Boom. Boom, boom. Hammer. So haben wir. Jetzt machen wir uns einen elektrischen Ofen. Und wir haben einen elektrischen Ofen. Perfekt. So, den verbinden wir natürlich direkt auch mit den Kabeln, die ich leider nicht mehr habe, weil ich die gerade alle ausgegeben habe. Okay, das ist auch gar kein... Wir haben nämlich hier diesen Seitenschneider. Da können wir ja Gabel mitmachen. Haben wir irgendwas, das man wirklich null braucht? Kupfer haben wir übelst viel. Lass Kupferkabel einfach machen. Achso, warte, das geht so, ne? 1, 2, 3, 4. So, und jetzt aus Kabel. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. So. Damit hat der elektrische Ofen jetzt Strom. Wie ihr seht, lädt er sich hier auch, ne? Langsam, aber sicher. Uran? Scheiße. Uran kann man den auch nicht reinpacken. I. Kompatible Upgrades. Übertaktungs-Upgrade, Transformations-Upgrade, Energiespeicherungs-Upgrade, Auspuff, erweitertes Eingangs-Upgrade. Eingangs-Upgrade? Was kann das? Achso, kann nix. Alter, wie der Extraktor abgeht! Der bestellt gerade Schwefel her. Idina hat einen Spinnspawn inzwischen gefunden. Das heißt, warum Spinnen so extrem wichtig sind, kann ich euch auch ohne Probleme zeigen. Brauchen wir die Atombombe, nehme ich das hier und dann das hier. Dazu brauchen wir Poison Powder und schaut mal, wie man das kriegt. Mit Spinnenaugen und verrottetem Fleisch. Deswegen brauchen wir aber so... Aber weißt du was? Weißt du was? Hier eine kurze Statistik für die Mathematiker unter euch. Ich habe 76 Spinnenweben bekommen. Alter. Und sechs Augen. Viel. What? Ich habe gerade diesen extra Club gebot. Das ging mir übelst auf den Sack. 6 Augen ist wenig. Aber mit 6 Augen können wir schon 12 mal dieses Powder herstellen. Also geht schlimmer, sag ich mal.
So, wir brauchen chemisch, genau. Dazu brauchen wir das hier. Den können wir herstellen. Easy. Sogar zweimal. Jetzt habe ich den nicht zweimal. Ne, killen wir mal so. Dann zwei. Ach, zwei Wassereimer geht ja nicht. So. Dann die austauschen. Ach, jetzt habe ich. Ah, genau. So. Jetzt habe ich sechsmal diesen entkräfteten Sprengstoff. Das ist hier aber auch wirklich. Das ist schon kompliziert, Alter. Ich sag's euch. Jetzt brauche ich nur noch dieses Poison Powder. Das kriege ich dann. Elina, komm mal hoch, bitte. Ich brauche Poison Powder. Aber ich habe doch nur sechs. Warte, die sind zwei gespawnt, Alter. Premium. Komm. Die hat keine gegeben. Die hat einen gegeben. Jetzt habe ich sieben. Sieben? Okay. Ja. Ja, sieben ist eh viel. Dann komm hoch. Der Atom. Aber ich meine, das ist zwar sehr aufwendig, aber wir müssen natürlich auch sehen, wir craften hier schließlich auch eine Atombombe, Alter. Ja. Der reicht aber nicht. Wir haben jetzt... Hä, was kommt da in die Mitte? Ah, das hier. Chemischer, genau. Ja, wir haben jetzt drei chemische Sprengstoffe, brauchen aber vier. Uns fehlt also noch ein bisschen Spinnenauge. Warte, ich weiß, wo die ist. Jetzt brauchen wir diese hier. Das ist Schwefel. Wir brauchen sau viele von diesen... Okay, wir brauchen sau viele von denen hier. Da mache ich jetzt ohne. Ich mache jetzt so viel, Alter. Ich craft jetzt hier, mir reicht es. Ich craft jetzt hier eine halbe Million, Alter. Nein, ich habe keinen Redstone. Elina, kannst du mir bitte Redstone zuschmeißen? 15 Blöcke müssten da reichen. Ups, hab 47 gemacht, Scheiße. Egal, jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Also auf der sicheren Seite. So, wir brauchen genau vier von denen. Vier Lava-Eimer. Ey, was man alles braucht! Es ist so aufwendig, wir brauchen vier Lava-Eimer. Es ist schon wieder Nacht. Wir brauchen vier davon. Das heißt, wir brauchen 16 davon. So, 16. Ich habe viel zu wenig Schwefel hier. Du kannst mir gleich mal zwei Stacks Schwefel zuschmeißen. Ansonsten wird das ja gar nichts. Na sicher. So, wir haben Schwefel. Das eine ist nicht angekommen. Viel zu wenig. Nee, warte. Ja. Lava-Eimer. Was war das in der Mitte? Ach, das in der Mitte war ja auch wieder so was anderes, was wir nicht haben, ne? Alter, das zermürbt mich hier ohne Witz. Wir brauchen einen Schrapnell-Sprengstoff. Ach, da brauchen wir Pfeile für. Pfeile haben wir ja jede Menge. So. Okay, jetzt nochmal neu. Also. Das war mich fertig, Leute. So. Zack. 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 So, jetzt haben wir 12 von dem Mist. Jetzt hier. So. 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 Ich habe nicht genug Lava-Eimer. Ne, warte, doch. Wir brauchen 16 okay. Hiervon. Brennender Sprengstoff. Nee, ich brauche viel mehr Lava-Eimer, Dina. Wir haben es versucht, aber es wirklich, du brauchst Ressourcen ohne Gnade, um überhaupt hier sowas ohne craften Ende. Zu können. Ey, wir hätten noch Stunden gebraucht, deswegen haben wir die jetzt gefunden, ja. Okay, wir müssen die Koordinaten aber ändern. Wir müssen die Koordinaten ändern. So, wir machen auf. Ich weiß nicht, 1000 vielleicht? Das muss halt schon weg sein, das ist halt eine Atombombe, ne? 1000, also ich würde halt, würd natürlich auch gerne die Explosion sehen. 1000, müssen wir da lange hinlaufen? Ja, wir können ja hinfliegen, lass hinfliegen. Okay, wir fliegen hin. 1000, okay. Lass schon mal bei 1000 einen Spawnpunkt setzen. Ach so, ja, das ist clever. So, Atomrakete. Lina steht schon bereit, da wo sie explodieren wird. Sie startet, Lina! Muss schnell zu Lina. Ich bin bei Elina. Okay, die wird genau da explodieren. Ja, vielleicht keine gute Idee, hier direkt zu stehen. Da? Ach so, ja. Das ist eine Atombombe, Elina. Brauch einen Ausblick. Sind wir auf richtigen Koordinaten? Ich hoffe, ja. Sie kommt, sie ist da. Ah! Ich hab nichts gesehen. Hey, sah die heftig aus? Nee, guck mal, die hat doch nichts kaputt gemacht von einer Atombombe. Naja. Scheiße, die ist ja übel kacke, hä? Das soll eine Atombombe sein? Na, da hoffe ich jetzt aber mal, dass die Antimaterie-Rakete aber hier scheppert, ne? Anders scheppert. Wollen wir direkt an die gleiche Stelle, Antimaterie? Jawohl. Die Antimatter-Rakete ist fertig. Willkommen zum Finale. Warum lachst du so? Let's go. Heißt die nicht Antimaterie? Ach so. Ja, auch. Alter, die ist schneller, glaube ich, Elina. Die ist schneller. Komm, bist schnell, du bereit? Komm schnell. Auf die Schnelle. Dieses Mal bleibe ich ja so lang stehen. Ich dachte nämlich, es ist eine Fehlzündung, deswegen bin ich abgehauen.
Ja, das aber. Aber ja. Die brauchen einfach. Die fliegen erstmal richtig hoch. Die braucht schon eine Minute oder so. Also vielleicht auch zwei. So. Das hat auf jeden Fall seine Zeit gedauert. Okay. Was gut wird, dauert lange. Na, Ruhe jetzt, wir müssen warten. Mann, Alter, du hast verarscht mich doch. Die kommt jetzt selbst nicht mehr. Wir stehen hier seit 3 Minuten, Alter. Ich verarsch dich nicht, wirklich nicht. Safe. Hast du die richtigen Koordinaten eingegeben? Jetzt, ob ich jetzt Scheiße. Hier nochmal weggehe, dann kommt die wieder. Guck du nach. Okay. Du musst Rechtsklick auf das Panel machen. Oh, die gelandet, Idina, go! Oh mein Gott. Ja, ja, ich seh's. Slack, glaube ich. Und Slack, Flug. Nee, da ist sie. Da ist sie. Oh mein Gott. Holy moly. Alter, unser Höhlensystem, wo wir alles zusammengefahren haben. Alter, das ist... Alles weg. Alter, das nenne ich mal einen Krater. Auch die Musik war übel geil. Krater. Das hat mal gescheppert, Alter. Die Antimaterie-Rakete. Weil wir jetzt sowieso schon gecheatet haben, dachten wir uns, na gut, dann ballern wir jetzt auch noch die heftigste raus. Und zwar ist das die Rotmaterie. Die kommt nochmal eine Stufe nach der, die wir gerade hatten. Antimaterie. Okay, und go. Target too close. Scheiße. Ja, weil du den... Komm, wir machen mal. Ah, jetzt geht's. Ich hab einfach 30 Blöcke geändert. Easy. Let's go. Oh, ich bin so gespannt, wie die jetzt aussieht. Und da kommt sie. Sie scheppert nach unten. Wo ist sie? Da. Oha, Alter. Alter, das ist ein schwarzes Loch. Die implodiert jetzt. Nee. Nee, ich nicht. Ich bin Game Mode auch. Die implodiert, glaube ich, gleich. Die saugt alles auf wie ein schwarzes Loch, okay. Oh shit. Oha, Alter, die sieht übel gestört nice aus. Zum Glück haben wir die noch ausprobiert. Ich will jetzt aber, dass die explodiert noch am Ende, sonst wäre es zu low. Alter! Ich hoffe, wie heftig die eingesaugt werden. Ja, warte mal, ich droppe auch mal ein Metall hin. Ja, geht gar nicht. Ah doch, leck noch mehr. Alter, es wird instant eingesaugt. Man sieht gar nicht, wie zu schnell wird das eingesogen, ne? Hier, seht ihr diese Geschosse, Alter? Ja moin, das sind die Kabel, die ich gerade droppe. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal natürlich auch kostenlos, wenn ihr mehr solche Technik-Action sehen wollt. Aber wir müssen uns wirklich was überlegen, das ist einfach viel zu schwer zum Craften. Abonniert den Kanal, bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.